komplett skizziert. Ja. Und auch hier gar keine Panel und wirklich Manga-Seiten richtig aufgebaut. Aber ich finde auch gerade, das macht es ja wirklich aus, so für diesen Flair, dass man denkt, das ist ein Tagebuch. Ne? Ja, genau. Es stehen ja auch noch Daten dabei. Genau, immer so halt eben, dass jede Woche irgendwas Neues passiert. Genau. Und man denkt immer so, wow, okay, was kommt nächste Woche? Ne? Genau. Ja, und das hat sie hier wirklich toll gelöst. Ja. Also gerade dieses Tagebuchmäßige, man kann halt eben das ja, sehr langweilig gestalten, aber halt eben auch sehr spannend. Und das hat sie wirklich sehr spannend gemacht. Genau. Dass man wirklich halt eben dann denkt so, mein Gott, Mädchen, was passiert da jetzt? Also es gibt jetzt nicht solche Bam-Momente, aber ich finde genau das ist es. Weil während diese Bam-Momente wäre es schon wieder was ganz anderes. Aber so ist es wirklich einfühlsam. Ne? Es ist realistisch. Man, sie ist einfach sie selbst. Es ist keine einfach dahergegriffene Figur. Mhm. Und was ich auch sehr faszinierend finde, ist einfach, dass sie mit wirklich wenigen Bildern, teils wirklich nur Gesichter oder nicht mal das, nur die Augen, so viel Emotionen ausdrücken kann. Das stimmt, ja. Das zeigt auch wirklich ihre Erfahrung schon durch die ganzen Manga, die sie rausgebracht hat. Ja, aber auf jeden Fall hier auch wirklich ein rundum gelungenes Projekt. Und, also meine Empfehlung hat es auf jeden Fall. Ja. Ja, also, ich mag's. Und, ja, ist auf hier halt eben auch etwas größere Editionen, eben auch dann in DIN A5 gehalten. Der Preis ist ja etwas teurer, 12,90 €. Aber ich meine, wie gesagt, es ist sehr, sind sehr, sehr viele Seiten. Es ist wirklich sehr dick auch und man hat wirklich immer Spaß dran, irgendwie sich jede Seite anzugucken. Genau. Und einfach wirklich auch gerade dieses Persönliche, das macht irgendwie so interessant. Ja. Man denkt so, okay, so einen Einblick kriegt man jetzt nicht von jedem Zeichner. Und also die Autorin selbst wird einem auch sofort viel sympathischer, wenn sie nicht schon vorher sympathisch war. Also ich persönlich, also habe sie mal auf der Animagic getroffen und da dachte ich auch nur von vornherein schon, wow. So eine Zeichnerin würde ich auch gerne werden. Auch von der Art, wie sie sich selbst präsentiert, wie das zu einer Ausstrahlung sie hat. Und das hat mir wirklich hier einen guten Einblick irgendwie. Ja, nee. Ja. Und das ist natürlich noch nicht alles zu Christina. Nämlich neben der Zusammenfassung unserer Kritik und dem Interview auf der Leipziger haben wir auch noch hier ein handsigniertes Exemplar von ihr. Kann man auch toll gerade die Zeichnung anschauen, die sie uns da reingemacht hat. Und natürlich auch, wie man erkennt, sie selbst. Und das könnt ihr jetzt auch noch gewinnen. Denn alle, die gerade eben aufgepasst haben beim Video, also beim Interview mit ihr, wollen jetzt von euch wissen, was hat sie denn vorher studiert, bevor sie nach Japan gegangen ist hier in Deutschland. Und wer uns das halt eben beantworten kann, schreibt uns einfach eine Privatnachricht auf Facebook. Unter allen, die es eingesendet haben und die richtige Antwort haben, verlosen wir dann am Ende, nein, nicht am Ende der Sendung, aber in den kommenden Tagen auf jeden Fall, dann eben auch diesen Manga handsigniert. Und ich denke, das ist schon eine schicke Sache. Wie gesagt, auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Und handsigniert macht es ja nochmal um einiges hochwertiger. Ja, das war's. Weiß ich mitmachen. Auf jeden Fall. Ja, und das war's zu Christina erstmal gewesen. Und jetzt haben wir noch einen dritten und letzten Manga, den wir euch vorstellen wollen. Und das ist hier, bam, 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 Shakugan no Shana. Ist jetzt der dritte Band hier bei EMA in Deutschland erschienen. Und das ist jetzt auch mal von den heutigen Titeln ein anderes Genre im Verhältnis. Und die Story ist etwas umfangreicher. Deswegen werde ich mal versuchen, sie euch zu erzählen. Jedenfalls geht es in dieser Welt darum, dass Wilder aus einer Parallelwelt, der Purpurwelt, in die hiesige Welt gekommen sind und hier halt eben wahllos Leute töten. Und Grund des Ganzen ist halt, dass die Daseinskraft dieser Leute verinnerlichen wollen, damit sie in unserer eigenen Welt hier agieren können mit ihrem Körper. Und was zurückbleibt von diesen toten Menschen ist eine Fackel, sozusagen eine leere Hülle der Person, die getötet wurde. Und desto mehr diese Fackel erlicht, desto mehr Erinnerungen gehen auch an diese Person verloren. Genau. Sie wird unscheinbarer und auch ihre Existenz, ihr Umfeld registriert sie immer weniger und irgendwann löst sie sich komplett auf, als hätte sie nie existiert. Genau, und Erinnerungen, alles futsch. Und da gibt es eben auch den Hauptcharakter, der auch einer dieser Fackeln ist und erst später erfährt, dass er wirklich auch schon tot ist und trifft auf seinem Weg eben, auch als er in so ein Geschehen hineinkommt, wo eben diese Wilderer wieder Leute am Töten sind, trifft er auf halt eben die Flame Haze Shana. Und Flame Haze sind Jäger, die auf der Suche oder eben gerade auf der Jagd nach diesen Wilderern sind. Und die kommen auch aus der Parallelwelt. Und diese Shana ist eine Kriegerin, die auch einen Gott in sich trägt, denn nur durch diesen Gott in sich oder dieses Wesen können sie dann auch in die jetzige Welt wieder zurückgehen. Und sie hat eben auch geschworen, dass sie nur existiert, um eben diese Wilderer zu töten und zu jagen. Und es stellt sich auch heraus, dass eben dieser Hauptcharakter, der Yuji Sakai, auch ein wichtiges Artefakt in sich trägt, was halt eben bei sehr wenigen Fackeln der Fall ist. Und das ist auch sehr interessant und wichtig auch für viele Wilderer ist. Und deswegen müssen die ihn beschützen. Und
bevor ich das noch mehr verrate, nein, nicht zu viel spoilern, aber wie gesagt, sehr umfangreiche Geschichte und es wird sehr spannend, weil natürlich auch Gegenspiele alles dazukommen und ja, das ist so groß zur Story. Mhm. Aber ich habe schon mitbekommen, dass es nicht ganz so deine Meinung trifft von der Spannung her. Ausnahmsweise mal bist du nicht meiner Meinung. Wow. Und zwar, klar, anfangs dachte ich auch, wow, die Story hat was, also es hat Potenzial, die Idee hat mir auf Anhieb gefallen. Aber es stellte sich nach und nach doch heraus, dass es immer klischeehafter wurde. Was anfangs eher neuartiger wirkte, wurde einfach später zunichte gemacht von einem Klischee, was nach dem anderen folgte. Und es hat mich wirklich traurig gemacht. Ich würde natürlich jetzt nicht sagen, schreib den Manga ab. Nein, es ist wirklich No-Go. Ja. Es hat was. Es hat weiterhin seine lustigen Momente. Man fiebert auch mit, aber halt in Maßen. Zumindest war das bei mir so. Ja, das, also kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Aber also bei mir hat jetzt die Spannung nicht so wirklich nachgelassen. Denn also am Anfang dachte ich halt eben, als es reingekommen ist, dachte ich halt eben, am Anfang war das eher für mich ein bisschen komisch. Dachte ich halt eben so, okay, Stil spricht mich jetzt nicht so an und die Geschichte fängt doch seltsam an, ein bisschen Comedy und halt eben immer so ein bisschen dieses Moe-Genre ist ja halt eben mit sehr kindlichen Charakteren und hatte ich ein bisschen am Anfang Probleme, aber dann wurde es immer spannender für mich. Vielleicht auch kennst du mehr Manga-Titel, die schon diese Richtung einschlagen von Geschichte. Also ich habe jetzt sowas in der Art noch nicht wirklich richtig gelesen oder nicht bewusst wahrgenommen. Und ich fand es sehr spannend. Also ich habe wirklich gedacht, oh, es wird immer cooler und der Zeichenstil hat sich auch noch gut verbessert im dritten Band für mich. Und ich fand dann eben auch gerade, obwohl es eigentlich doch eine schon auch wieder sehr düstere Geschichte ist, trotz niedlichem Stil, hat es auch die Comedy immer gut reingepasst. Ja, also ich fand sie jetzt nicht so düster im Sinne von, also für mich, ich verbinde düster auch mit emotional halt was mit sich nehmen. Ne. Was anfangs auch den Eindruck hinterlassen hat, dadurch, dass er ja tot ist und eigentlich sein Schicksal ist, irgendwann zu verblassen, zu verschwinden. Mhm. Aber es wurde halt im Laufe der Geschichte doch ein bisschen zerstört und da dachte ich mir, okay, der Protagonist ist typisch Klischee, verliebt sich wahrscheinlich irgendwann in das Mädchen, in Shana. Und Shana ist auch so typisch unnahbar. Ja, das ist nicht Spoiler. Also sie ist einfach nur so typisch unnahbar und die Harte und so weiter. Und das ist einfach ausgelutscht, deswegen war ich doch ein bisschen enttäuscht. Aber ich gebe diesen Manga noch nicht auf. Es hat ja noch Fortsetzungen und es kann sich ja alles noch ändern. Ja, also mich hat es auf jeden Fall interessiert und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und es beruht ja auch auf einer Novel, die ja erschienen ist. Und der dritte Band der Manga-Reihe, also es gibt insgesamt anscheinend 10 Stück in Japan, wie ich herausgefunden habe. Und ist auch der dritte Band jetzt eben der Abschluss der ersten Novel. Und ich denke, gerade auch, weil es auf einer schriftlichen Vorlage basiert, kann man bestimmt auch noch ein bisschen mehr erwarten. Und ich fand jetzt zumindest, hat anscheinend der Autor auch voll gute Arbeit geleistet. Aber wie gesagt, deine Meinung ist auf jeden Fall eine andere, aber ist ja gar kein Problem. Deswegen rezensieren wir es ja für euch. Genau. Ja, und das war jetzt Shakugan no Shana gewesen. Ja, also ich verabschiede mich jetzt auch erstmal von dir, Arian. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal wieder, denn jetzt geht's in die nächste Sektion. Aber auf jeden Fall freue ich mich drauf, dass du schon mal hier warst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich auch, bitteschön. Ja, und wir sehen uns dann nochmal gleich. Bis später. Und ihr seht jetzt halt eben auch noch eine Videorezension, die wir von einem Fan, oder Entschuldigung, nicht Fan, sondern von einem Zuschauer bekommen haben. Und das ist halt eben hier Dennis Del Raso, der zu Gintama eine Rezension eingereicht hat. Schaut mal rein. Hallo JMAC-Team, ich bin Dennis Del Raso und das hier wird meine 1 Minute 30 Review zu meinem Lieblingsmanga-Titel Gintama. Hier haben wir bisher alle in Deutschland erschienen 24 Bänder bei Tokyopop und der Mangaka heißt Hideyaki Sorachi. In Gintama geht es um die drei Hauptfiguren, Gintoki Sakata, Shinpachi Shimura und Kagura. Sie hat keinen Nachnamen. Die führen eine Allesagentur, erfüllen halt diverse Aufgaben und leben in alternativen Edo. Alternativ, dass man sich vorstellen muss, dass damals in der Edo-Periode Aliens auf dem Planeten gelandet sind und allem einen technischen Aufschwung gegeben haben. Sie haben auch die Kultur geändert. Es ist halt die japanische Kultur jetzt mit Pop-Idols, Anime, Fashion ein bisschen und etc. pp-Technik. Toiletten mit Wasserspritzdingern. Ja. Gintama hat drei große Hauptthemen im Manga. Das wäre Fighting, Drama und das Hauptaugenmerk natürlich auf Comedy. Es ist ein reiner Comedy-Manga hauptsächlich. Die Zeichnungen sind ja sehr Shonen-typisch. Naruto, Bleach etc. pp. Man kennt. Es wird sehr wenig Tusche jedoch benutzt und Tinte auch eher weniger. Es ist ein sehr heller Manga. Rasterfolien benutzt er auch sehr selten. Hat er auch mal in einem Interview so erwähnt. Ja, was kann man noch sagen?
Ich kann sagen, dass Gintama auf jeden Fall ein Kaufgrund ist für alle, die Samurai-Abenteuer mögen und sich nicht von Comedy abschrecken lassen oder sogar auf Comedy Lust haben. Also kauft Gintama und vielen Dank, J-Mac. Ja, vielen Dank, Dennis, kann ich da nur sagen, denn das war auf jeden Fall schon eine sehr gute Rezension gewesen, die wir bekommen haben und natürlich auch wundervoll in der Zeit gehalten. Und wir rufen auch euch nochmal auf. Also ihr könnt uns immer eure Rezensionen schicken, immer als 90-sekundiges Video höchstens. Und wir sind sehr gespannt. Die Adresse könnt ihr jetzt unten sehen, an die ihr es schicken könnt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass auch noch viel mehr reinkommt und wir werden bestimmt auch jede Sendung da mal ein Video reinbringen können. Und ja, schickt uns eure Meinung, sagt, ob euch der Manga gefallen hat, ob er schlecht war. Versucht zu begründen, denn andere Leute wollen ja auch wissen, warum ist er jetzt scheiße gewesen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf eure Zusendungen. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Ja, und jetzt noch als Ende der Manga-Sektion haben wir noch eine Erinnerung an die letzte Sendung. Denn wir hatten ja Natalie Wormsbecher zu Gast, die deutsche Manga-Zeichnerin. Und die hat ein handsigniertes Exemplar ihrer Träume in Pastell dort hier gelassen bei uns. Und wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal letztes Mal kurz gezeigt für euch. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, handsigniert. Hier nochmal kurz einen Blick auf die Signatur. So, hier, wunderschöne Zeichnung, noch hinten im Band drin. Und dieses Artbook verlosen wir jetzt oder haben wir schon ausgewählt, wer der Gewinner dieses Artbooks ist. Denn es war einer der Kommentatoren, der das letzte Mal im Interview Fragen gestellt hat. Und zwar ist es Chris Feldmann. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Ha, immer diese Chris überall. Und auf jeden Fall viel Spaß mit dem Artbook. Schick uns nur bitte eine Privatnachricht auf Facebook und gib uns kurz deine Adresse durch. Und du kriegst das Artbook auf jeden Fall dann auch noch die nächste Zeit zugeschickt. Ja, das auf jeden Fall zur Manga-Rubrik. Und jetzt geht's weiter mit Iro Iro. Iro Iro. Auch. Ja. Und auch ein Thema, womit ich mich natürlich sonst nicht so viel beschäftige, weil es ja sehr kulturell japanisch bedingt ist. Aber da hat mir Mikiko auch tolle Einweisungen gegeben. Die Arme, die jetzt ja immer noch zu Hause krank im Bett liegt. Aber heute geht es um Origami. Und das ist ja die Kunst des Papierfaltens. Und besonders bekannt geworden ist natürlich Origami auch durch eben natürlich die Kraniche. Denn Kraniche sind ja sehr bekannt. Ich habe hier schon mal ein paar vorgefaltet für euch. Und ja, das war halt eben wirklich so die Aufgabe des gestrigen Abends für mich, in das Thema reinzukommen spontan. Und ja, grundsätzlich, Origami setzt sich auch halt eben wortwörtlich aus Ori oder Oro für Falten und dann eben Kami für Papier zusammen, also Faltpapier. Und man kann da echt einiges mitmachen. Man kann da Tiere mit entwerfen, Figuren oder sogar Spielzeug wird damit gemacht. Und sehr bekannt, eben wie erwähnt, sind die Kraniche. Und da gibt es dieses Zenbatsuro. Und das sind 1000 Papierkraniche, die gefaltet werden. Und man sagt halt, dass wenn man diese 1000 Kraniche faltet, dass man sich dann einen großen Wunsch erfüllen kann. Und ja, allgemein steht es halt eben auch wirklich für Glück und Wohlstand im Leben, wenn man auch so etwas schenkt. Und das wird an mehreren Strängen aufgehalten, die ganzen Kraniche übereinander. Und ist eigentlich so eine ganz hübsche Zimmerdekoration, auch wenn es sehr zeitaufwendig ist, wie ich feststellen musste. Aber dafür kriegt man dann auch ja einen Wunsch frei. Ja, und da gab es halt eben auch gerade eine recht berühmte Geschichte in der modernen Zeit, die halt eben auch gerade die Zenbatsuro geprägt hat. Und zwar gab es ein 12-jähriges Mädchen, das durch den Atomanschlag auf Hiroshima an Leukämie gelitten hat. Und sie wollte eben natürlich wieder gesund werden und hat angefangen, diese 1000 Kraniche zu falten. Leider erzählt eine Version dieser Geschichte, dass sie es nicht geschafft hat bis zum Ende und dann schon vorher gestorben ist. Aber ganz toll geht es dann in der Hinsicht weiter, dass ihre Klassenkameraden die 1000 Kraniche für sie noch vervollständigt haben. Und das gilt halt eben wirklich bis heute als Symbol für die Friedensbewegung. Und auf jeden Fall zwar nicht ganz so schön geendet, aber auf jeden Fall trotzdem zeigt es einfach, wie viel Zusammenhalt auch bei sowas dann sein kann. Und ja, wie gesagt, habe ich mich jetzt ein bisschen informiert, wie das mit den Kranichen funktioniert. Habe ja schon 3 gestern gemacht und versuche es auch heute einfach mal wieder. Aber ja, gucken wir einfach mal, wie das hier funktioniert. Ihr werdet auch auf jeden Fall noch später ein Video dazu bestimmt noch finden und ihr könnt auch schon im Internet suchen, wie Kraniche gefaltet werden. Ich habe jetzt hier normales Bastelpapier, ist leider nicht ganz so gut geeignet fürs Falten von diesen Kranichen, dadurch, dass halt eben die Papierdicke sehr stark ist. Also desto dünner und leichter das Papier, desto besser fürs Falten von so Figuren. Wo habe ich die Schere? So. Und wir brauchen als Grundlage erstmal eine quadratische Papierfläche. Und weil das ja hier nochmal DIN A4 war, schneide ich die einfach mal gerade zurecht. Voila. So, und dann, wie gesagt, wurde die einmal in der Mitte so gefaltet. Wieder hoch. Wenn ich jetzt Mist rede, bitte nicht schlagen. Ich bin noch nicht so Profi da drin, also
beim nächsten Mal wird hoffentlich Mikiko nochmal sagen können, wie es richtig geht vielleicht. Nee, auf jeden Fall hier so zweimal gefaltet. Und ist halt eben gerade, auch da gibt es ja wirklich richtiges Origami-Papier, was auch viel besser zu knicken geht. Habe ich auch gerade eben noch vergessen zu sagen, gerade Origami prägt sich ja dadurch aus, dass es nicht irgendwie zusammengebastelt, was Schnitte und Kleben betrifft, ist, sondern nur durch Falten allein erreicht man halt eben, dass das Papier eine andere Form annimmt. Und ja, hier eben durch die Papierdicke teilweise etwas schwierig, die Kanten richtig zu treffen. Aber wird schon irgendwie funktionieren. Auch hier kann ich schon mal nebenbei, damit ich nicht was zu reden habe, dazu aufrufen. Auch ihr könnt uns gerne auch eure Kraniche zuschicken. Die Adresse dazu findet ihr auch dann noch. Ja, also könnt ihr auf jeden Fall auch noch später dann auf Facebook finden. Und das findet ihr unter den Informationen dort. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas zu zeitaufwendig, das jetzt hier richtig zu machen. Und ich bin auch, wie gesagt, nicht so richtig Profi. Ich habe es mir erst gestern richtig beigebracht. Aber ihr könnt schon mal sehen, wie es ungefähr anfängt und eben auch, wie die Kraniche fertig aussehen. Und, ja. Und wie gesagt, schickt uns einfach eure Kraniche, wenn ihr welche gemacht habt, an die Adresse auf Facebook. Und natürlich könnt ihr auch noch andere Sachen an uns schicken. Wir sind immer offen, wenn ihr uns auch eure Kritik mal in Postform schicken wollt oder auch vielleicht Zeichnungen uns mitteilen wollt. Also Adresse, wie gesagt, auf Facebook, gerne alles schicken. Und vielleicht kommt es auch dann in der kommenden Sendung mal unsere Pinnwand, die wir an der Seite haben. Und ja, damit wären wir auch schon mal so weit beim Origami-Thema durch, denn wie gesagt, auch zeitaufwendig jetzt. Aber kommen wir einfach zum Thema der Woche. So, Thema der Woche. Wie ihr schon mitbekommen habt in der Sendung, ist die Leipziger Buchmesse, die vor 2 Wochen war und auf der ich mit Kiko noch unser Kamerateam dabei waren. Und da haben wir auch direkt einfach mal zum Anfang einen kleinen Messeclip und Impressionen für euch vorbereitet. Kotetsu Hagane von Naruto. Kagome. Ich bin Kiki aus Inuyasha. Genau. Ich bin Miku Hatsune. Luca Megurine. Ja, und ich bin Luca Megurine. Das waren ja mal eine Menge Impressionen von der Leipziger Buchmesse vor 2 Wochen gewesen. Ich und Mikiko hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß beim Durchstöbern der ganzen Gänge. Und es war natürlich auch extrem voll, gerade am Samstag auf dem Messegelände. Einige von euch waren ja, glaube ich, auch vor Ort gewesen, haben uns gesehen. Und ja, wir haben natürlich auch, wie schon bei Christina, ja vorher mal auf Facebook nach Fragen, ihr konntet Fragen stellen zu den Interviews, die wir auf der Buchmesse geben. Und da haben wir auch nochmal Marika Paul, die Zeichnerin von hier Roy Lip Service, vor die Kamera geholt. Und die Bände hatten wir schon in der letzten Sendung vorgestellt für euch. Ja, und jetzt seht ihr euch einfach mal einen Clip an zu Marika Pauls Interview mit Mikiko. Hallo Marika. Hallo. Ja, ich habe ein paar Fragen für dich. Und zwar fangen wir mal einfach an. Warum spielt Royal Lip Service ausgerechnet in Dresden? Zuerst, weil ich dort geboren bin. Das ist meine Wohnstadt. Und jetzt wohne ich auch nicht sehr weit entfernt davon. Und das ist natürlich für Referenzen perfekt. Und ich mag die Stadt einfach, die ist schön und ich wollte es auch eben dort spielen lassen, wo ich selbst persönlich wohne und mich auch auskenne mit Sitten, Kultur etc. pp. Und
ja, Dresden halt. Schön. Ja, sehr schön. Gab es bestimmte Bands, die dich bei Royal Lip Service inspiriert haben? Ja. Ich bin ja selber persönlich Rock-Fan und Metal-Fan und eigentlich habe ich in Royal Lip Service alles reingepackt, was ich sehr mag, und das ist unter anderem natürlich auch Musik. Und für Royal Lip Service direkt Camelot oder Sonata Arctica und jede Menge mehr, die mir jetzt nicht einfallen. Ja, super. Camelot mag ich auch. Dann hast du eigentlich zeichnerische Vorbilder? Also gibt es da jemanden? Das ist schwierig. Natürlich habe ich mich an japanischen Zeichnern orientiert. Das wechselte aber immer mal wieder mit der Zeit. Und jetzt finde ich auch viele deutsche Zeichner, die mich sehr inspirieren. Ansonsten jetzt direkt welche, die ich anhimmel, nicht. Der Zeichner von iShield 21. Murata Yusuke. Super. Den finde ich top. Er macht so wahnsinnig schöne Kolorationen mit Copic und das wirkt so lebendig. Also das ist mit einer meiner Favorites. Hast du auch Lieblingsmanga oder Anime? Anime schaue ich jetzt persönlich kaum noch, weil es neben Zeichnen eigentlich relativ schwer läuft. Ansonsten Manga. Die sind hier nicht lizenziert. Ansonsten mag ich sehr gerne Mars, der ist aber auch schon relativ alt, oder Kimi wa Pet, das war dann hier bei Tokyo Pop, und noch viele andere, auch mehr in die reifere Schiene und auch zwischenmenschliche Sachen mag ich sehr. Okay, ich habe noch ein paar Fanfragen. Als erstes kommt, wie wurdest du eigentlich Mangaka? Ich habe am Zielcomic hier Wettbewerb teilgenommen. Bin auf Platz 5 gekommen und urplötzlich hatte ich einen Brief von Carlsen und hast du nicht mal Lust, für die Chibis, die es damals noch gab, mitzumachen? Und ich, oh mein Gott, ja natürlich. Und ja, so bin ich dazu gekommen und dann hatte ich mich weiter beworben und dann hat es funktioniert. Super. Okay, Chris Feldmann möchte auch wissen, wann oder wie fing es bei dir mit dem Manga-Zeichnen an? Zeichnen schon immer im Kindergarten und Manga, das kam, glaube ich, alles schleichend. Damals kam ja Saber Rider oder Königin der 1000 Jahre auf Tele 5, Anno Dubak, also schon sehr alt. Und so fing das an. Und ich wusste ja selbst noch gar nicht, dass es Anime waren. Und ja, irgendwann hat sich das rauskristallisiert, dass ich das gerne mochte und dann habe ich das gezeichnet. Dann kam natürlich Sailor Moon und nachgezeichnet, neu entwickelt, wie das jeder wahrscheinlich gemacht hat. Und so eigentlich dabei geblieben. Ja, noch eine Frage habe ich. Und zwar möchte Guido wissen, wieso sind auf den Covern eigentlich nur die Schriftzüge? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Die Entscheidung hat eigentlich mein Redakteur gefällt. Er kam gleich, ja, pass auf, ich habe da schon eine Idee. Ich sehe da einen Schriftzug vor mir. Und was hältst du dafür? Das gesamte Cover und nur diese drei Schriftdinge. Und ich erst so, sprich weiter. Und dann hat er dann noch halt, das wird mit Prägung gemacht und das wird total edel und schick. Und er dachte, super, klar, gerne, brauche ich kein Cover zeichnen. Und ja, ich finde es eigentlich sehr, sehr edel und schick wirkt das so. Ist natürlich dadurch, dass es eingeschweißt wird, dass man da noch nie so den Einblick kriegt, ein bisschen schwierig, aber ich finde es top. Super. Ja, sieht sehr elegant aus. Kann man denn von dir in der Zukunft noch einiges an Projekten erwarten? Also ich hoffe ja, dass die Fortsetzung zu Royal Lip Service eventuell, aber dazu kann ich noch nicht viel sagen. Ansonsten privat auf jeden Fall, immer kleine Herzprojekte, die nebenbei laufen und das wird auf jeden Fall, also Zeichnen aufhören wird nie. Super, wir freuen uns auf jeden Fall, ganz lieben Dank. Ja, das war erstmal das Interview mit Marika Paul auf der Leipziger Buchmesse und das war natürlich nicht das einzige Interview und da haben wir direkt noch ein richtiges Highlight für euch, denn wir durften wirklich Atsushi Kubo, den Zeichner von Soul Eater, interviewen als einziges deutsches Kamerateam sozusagen und ja, guckt euch einfach mal das Interview mit Mikiko und Iman. Gab es eine bestimmte Person, die Sie inspiriert hat, Manga zu zeichnen? So, Toriyama Akira san no kaete iru Dragon Ball janakute sono mae no Dr. Slump. Are ga suki de, are wo kekkou nandomo nandomo mo
本がボロボロになるくらい読み返してて、それ以外の漫画実際あんまし読んでこなくて、ただドクタースランプばっか読んでましたね。じゃあ次、Was war der entscheidende Grund für Sie, Manga-Zeichner zu werden? そうですね。あんまりまともな仕事がちょっとできない。朝起きて行くっていうのは苦手で、なんか能天くらりとできる仕事がいいなと思って、それ漫画だと結構自由なんで。Wie sind Sie auf die Idee zu Soul Eater gekommen? そうですね。まずなんか少年漫画であんまり女の子が主人公っていうのは少なかったっていうか、あんまり僕はそんな漫画知らないんであんまなかったん でまず女の子主役で、もう今少年漫画って言っても日本だと女の子も読むもんなんで、それで女の子を主人公にして、であと死神って結構メジャーな空想のものなのにあまり漫画で取り扱ってなくて、メインで、でそれをやってみようってことでやったんですけど、なんか同時にデスノートとかブリーチとかみんな同じこと考えたかしないですけど、みんな一斉にやっちゃって、あれだいぶ被っちゃったっていう。Wieso haben Sie sich bei Soul Eater mit Maka eine weibliche und damit auch untypische Hauptfigur für einen Shonen Manga gewählt? Was waren Vor- und Nachteile? そうですね。さっき言ったようにあんま女の子の主人公なかったっていうので選んだんですけど、長所はやっぱ女の子なり の問題の解決の仕方っていうのがあって、多分 6巻とかでクロナっていうことを戦うんですけど、多分少年同士だともっとバーバーってなるけど、 もっと優しい感じでまとめて、あれ多分女の子が主人公ならでは。で短所はやっぱ日本でもドイツだと分かんないですけど、少年漫画の主人公は男だろうっていう考え方の人が意外といて、そういう人には多分毛嫌いされちゃうかなっていうのはありますね。Warum hat Excalibur von Ihnen die Gestalt bekommen, in der in der Serie zu sehen ist? そう、エドワード・ゴーリーって絵本、結構大人向けのどこの作家ですか、分かりますか、エドワード、なんかその絵本が結構僕好きで、それになんかミョーンってなったような、もうちょっと造形は違うんですけど、ここがアリクイのような、その感じが結構、このあと僕とんがってもこう鼻がとんがってるの感じが好きで、まあなんか勝手にシュシュシュって言った。Was für Projekte oder Manga würden Sie gerne noch zeichnen? そうですね。なんかいろいろまあアイデアはあるけど、今はとりあえずソウルイーターもそろそろ終わる予定なんで、それをきれいにまとめられるようなのを意識して、まあ、終わってからゆっくり考えたいです。Was sind Ihre Soul Eater Lieblingscharaktere und warum? そうですね。死神様とかエクスカリバーとか、あとモスキートって書きやすい、すごい簡単に書けるのが書いてる側としてはすごい楽でいいです。あとセリフでスルスル出るのはブラックスターが、そんな難しいこと言わないんで、すごいもうバーッと書けるって感じ。Haben Sie noch Zeit, Manga zu lesen? Wenn ja, was ist zurzeit Ihr Favorit? そうですね、漫画好きなんですけど、あんまり昔からそんな読んでないんですよ。日本家狭いんでかさばるんですよね、本がいっぱいあると。雑誌も買ってもかさばるから、もうあんまし読んでないですけど、今現在読んでるのが一冊だけあって、それ「四つ鳩」っていう親子の話、あれで和むわっつってこう。Tauschen Sie sich regelmäßig mit Kollegen aus und motivieren Sie sich gegenseitig? そうですね。意見、漫画についてこう励ましたり、
頑張れよみたいなのはないですけど、普通に交流は仲いい作家は何人かいて、で、まあ、同じガンガンでやってた鋼の錬金術師の荒川先生さんとか、あと同年代結構有名な小崎雄介さんって、あのファイアーエンブレムのキャラデザとかしてる、まあ、もう年も一緒ですごい仲良く何もでも仕事の方はしない、話さないですね。Hören Sie Musik bei der Arbeit? Welche? 結構何でも聞きますね、ロックから。でもやっぱ好きなのが青春時代が90年代なんで、ニルバーナとかレディオヘッド、あと何でしょうね、なんかその辺のマッシブアタックやら、なんか結構海外の曲もあって。聞いて、あと音楽すごい好きで、その影響はやっぱ母親からの影響が大きいんで、70年代のレッド・ツェッペリンとか、ああいうプログレとか、ああいうの好きだし、あとジャズとかも意外ともう何でもテクノ、良ければ何でも、もう雑食です。Zuletzt noch eine Frage zu Ihrem Aufenthalt in Deutschland. Worauf sind Sie besonders gespannt oder freuen Sie sich? Was würden Sie gerne sehen, essen oder trinken? そうですね、サッカーをやっぱJリーグ、日本のサッカーリーグは見るんですけど、やっぱ本場のこうヨーロッパのサッカーっていうのを見たいんで、ちょっと観光の日に見せてもらえるんで、それ見て。Ja, das war das Interview mit dem Soul Eater Zeichner und auch Schöpfer. Und für alle, die jetzt vielleicht noch keinen richtigen Bezug zu diesem Zeichner haben, haben wir auch noch einen kleinen Clip vorbereitet, der erstmal zeigt, wie die Anime-Adoption seines Mangas aussieht. Bitte.気が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか6人目も合わさず運命に漏れ絡んでく行き先もろかぶってる食えない夜の深追いしすぎた眩しさが悪い夢に続いても繋いだ魂の火が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるかやっと訳はどうだっていい引きつけられて瞬間の傷の分だけ確かになれる。Ja, das waren Ausschnitte aus dem Anime von Soul Eater, den man sich auch auf My Video anschauen kann. Also auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, denn ich denke, der Zeichner sah schon mal sehr interessant aus und vor allem sympathisch, und auf jeden Fall wird die Schöpfung bestimmt auch sehr interessant sein. Ja, aber damit das auch noch nicht gut genug ist für alle Soul Eater und überhaupt Fans von Zeichnern, keine Ahnung, haben wir auch noch etwas ganz Besonderes, und zwar ein Shikishi, eine Autogrammkarte des Soul Eater Schöpfers, und die könnt ihr auch bei uns gewinnen. Später, nach der Sendung, gibt es ein Posting auf Facebook, und das müsst ihr einfach nur halt eben, da ist diese Signierkarte abgebildet, mit euren Freunden teilen. Und alle, die halt eben den Post geteilt oder geshared haben, haben die Möglichkeit, an der Verlosung teilzunehmen. Und ich denke halt eben, gerade so ein handsigniertes Exemplar von diesen wenigen, die es bekommen haben auf der Buchmesse, ist bestimmt schon einiges wert und macht sich auch sehr gut im Regal. Auf jeden Fall halt eben nochmal später, dann nach der Sendung, posten wir es auf Facebook reinschauen und immer schön dann eben auch euren Freunden Bescheid sagen, die vielleicht auch Fans der Serie sind, aber so ein Original Zeichner-Interview aus Japan ist schon eine coole Sache. Ja, das erstmal so zur Leipziger Buchmesse. Also ihr habt hoffentlich einen guten Einblick bekommen, wie es da abging. Und wir hatten auf jeden Fall, wie gesagt, eine Menge Spaß gehabt. Und ja, das wäre es auch zum Thema der Woche grundsätzlich. Aber es geht direkt weiter, und zwar mit dem Mickey Go.
denkt ihr natürlich Mickey Go. Passt heute natürlich nicht ganz so, deswegen nennen wir es einfach mal kurz in Chris Go um. Und ich werde einfach heute dann zeichnerisch die Mikiko etwas ersetzen oder zumindest dann halt eben hier ihren Ersatz spielen und euch etwas zeichnen. Und heute geht es auch wieder darum, einfach zu erraten, was ich da zeichne für eine Situation oder so. Und eben auch gerade die Person ist wichtig in dem Sinne. Also auf jeden Fall später, jetzt wird auch gleich ein Posting gesetzt, wo ihr erraten könnt, was ich anfange zu zeichnen. Und der es als erstes erraten wird, wird dann später bekannt gegeben und kann sich einer unserer drei heute besprochenen Manga-Titel aussuchen. Also auf jeden Fall, guckt mal zu und ich hoffe, ihr könnt es erraten. Dann fange ich mal an. Ups. Etwas ungewohnt, weil ich noch nicht so oft in einem Cintiq gearbeitet habe. Ja, also wir suchen hier auch einen Begriff sozusagen für diese Art von Person. Und Entschuldigung, wenn es gerade irgendwie etwas schief wird. Ist auch gerade etwas nervös, so live zu zeichnen. Aber ihr werdet das schon irgendwie hoffentlich erraten im Laufe der Zeit, wenn ich jetzt nicht so viel hier in die ganzen kleinen Sachen stecke. So. Na, die ganze Zeit geht die Farbe flöten und irgendwie habe ich gerade eben die dumme Farbpalette ausgeblendet und ich weiß gerade nicht, wie ich sie wieder einblende, aber man kann es jetzt zum Glück mit der Pipette irgendwie wieder aufnehmen. Ups. Ja. Bla bla bla. Also natürlich Hände heute auch etwas provisorisch. So. Ja, ich höre schon mal gerade nach, ob es vielleicht schon jemanden gibt, der sich denken kann, worum es geht. Aber scheint, glaube ich, gerade noch nicht so ganz der Fall zu sein. Ich denke, jetzt langsam dürfte es auch jedem klar sein, worum es geht. Natürlich muss man dann so Attribute, die wichtig sind für das Ganze, ans Ende setzen. So. Mal gerade gucken. Hat es schon jemand erraten? Ich glaube, es wird doch gerade nachgeschaut. Ah, okay, ich krieg gerade mit. Also es gibt auf jeden Fall schon einen Gewinner, der es alles erraten hat. Und das wird mir dann gleich auf jeden Fall die Arian sagen, wenn sie nochmal auf die Bühne kommt. Und ja, so viel dazu grundsätzlich. Okay, aber dann lasse ich das erstmal sein und belasse das Bild dabei. Ja, das war jetzt das Mickey bzw. Chris Go. Und ja, ihr werdet es bestimmt noch mitbekommen haben, es ist eine Leseratte, die gesucht wird. Und da kommt jetzt auch die Arian zu mir auf die Bühne und sagt mir gleich, wer gewonnen hat. So, hi mal wieder. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Ja, ewig. Hast du was zu essen mitgebracht? Ach, leider schon alles gegessen. Ach Mann. Kennst du mich doch. Ja, du bist echt verfressen. Ja, nee, aber kann's mir leisten. Solange du jetzt nicht die Karte mit dem Namen drauf abgefressen hast, wo der Gewinner draufsteht. Ich glaube, die ist noch da. Die ist noch da. Okay, aber dann sag mal, wer hat denn jetzt das Zeichnen gewonnen? Also, der Gewinner ist
Dominik Burkhardt. Ah, okay. Also Dominik, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Dominik Burkhardt. Auch da einfach eine Privatnachricht schicken an uns mit deiner Adresse und auch welchen der drei heute besprochenen Manga-Titel du haben willst. Und das kriegst du dann auf jeden Fall auch noch die nächste Zeit zugeschickt. Mhm. Und vielen Dank für alle, die schon mal bei dem Zeichnen mitgemacht haben und geraten haben. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen erkennen. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich es auch hier vor der Kamera und auf dem Cintiq hier so richtig arbeite. Ja, okay, aber das war jetzt an sich die Zeichnersektion, wie gesagt. Und ja, wir kommen jetzt auch schon so zum Ende der Sendung. Und wir haben jetzt den Gewinner der Zeichnersektion fertig, aber wir haben ja noch einen Gewinner dann eben für das Musikvideo. Das werden wir noch gleich sagen. Und ja, vorher wollen wir euch erstmal sagen, welche Events es jetzt auch im kommenden Monat gibt und die wir euch ans Herz legen würden. Und das sind halt eben drei Stück. Zum einen das Kirschblütenfest in Berlin-Marzahn, was am 14. April stattfindet in den Gärten der Welt. Und dann gibt es noch die Animuk in Fürstenfeldbruck, das ist bei München. Und die hat auch dieses Jahr, weil sie fünfjähriges Jubiläum hat und von Animex organisiert wird, auch diesmal 3 Tage Convention geöffnet und nicht nur 2, also am 19. bis 21. April. Und am gleichen Wochenende, nur eben am Samstag, Sonntag, den 20. und 21. April, gibt es auch noch die Vocaloid Spring Edition der Yukon in Solingen. Und vielleicht geht ihr auf eine dieser Conventions. Und wenn, sagt uns einfach, wie es euch gefallen hat. Und vielleicht gucken wir auch mal irgendwann in Zukunft als JMAC-Team dort vorbei. Ja, das sind die Convention-Empfehlungen. Und, Zettelchaos. Richtig wieder nervös. Ach, Arian, hör doch bitte auf. Ja, gleich ist die Kamera aus. Ja, genau, die Vorschau. Also das, was euch dann nächste Sendung erwarten wird. Der nächste Sendung ist natürlich hoffentlich auch wieder Michiko dann mit von der Partie und wird mir dann, da werde ich ihr wieder unter die Arme greifen und nicht mir jemand anderes, aber hast du heute sehr toll gemacht, Arian. Und nächstes Mal dreht sich alles ums Thema Games. Und zwar haben wir dann auch einen Ehrengast eingeladen, eine Zeichnerin, die schon einen Manga bezogen auf eben auch Games gezeichnet hat. Und natürlich einiges eben auch, was wahrscheinlich schon mal angespielt wird. Wir gucken mal, was wir eventuell da auftreiben können und was Mikiko und ich noch ein bisschen durchzocken. Und das wird Mikiko bestimmt gefallen, denn sie ist eine kleine Zockerin. Und allgemein alles rund um halt eben Adaptionen von irgendwie Mangas und Animes, die auch vielleicht dann in Games vorkommen und andersrum. Und natürlich auch noch das, normale Manga-Rezensionen und Animes. Und mal gucken, was wir nächstes Mal an Musik wünschen und auch Vorschlägen von euch bekommen. Vielleicht können wir auch davon was umsetzen. Tja, erstmal so grundsätzlich dazu. Als Erinnerung auch nochmal, gerne eure Manga-Rezensionen an uns einschicken, denn wir sind immer froh, wenn wir auch hier ein bisschen unter die Arme gegriffen bekommen und auch noch Manga-Titel besprochen werden können von euch, die wir halt eben leider aus Zeitknappheit nicht noch ansprechen können. Und schaut auf jeden Fall nochmal später auf Facebook, denn wie gesagt, das Autogramm von dem Soul Eater-Zeichner wird später noch verlost und da bin ich schon gespannt, wer alles bekommt. Nicht nur du. Ja. Nein, du darfst nicht mitmachen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Genau. Ich wusste, es gibt einen Haken. Ja, genau. Aber jetzt kommen wir einfach mal zu dem Musikvideo, was gewonnen hat. Und das hier, Zettel. Genau, wo habe ich es? Hier. Und wir haben jetzt den Gewinner, hat mir auch gerade die Arian durchgegeben. Und das ist Daisy Stripper mit dem Setsubou no Phrasia. Und das könnt ihr euch jetzt in voller Länge anschauen. Und wir sagen schon mal danke und auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns dann auch wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss.
Yeah.